Nachholspieltag Nummer 45, die Kölner Haie gegen die Iserlohn Roosters. West-Duell in der Penny DEL und gleichzeitig knallharter Kampf um die Playoffs. Köln will den Bock umstoßen und nach zuletzt 10 Niederlagen in Folge endlich wieder gewinnen. Und auch die Roosters brauchen nach zuletzt 2 Niederlagen jeden Punkt, um ihre Aufholjagd weiter fortzusetzen. Hinter der Bande weiterhin Jamie Bartman bei Iserlohn für den erkrankten Kurt Kleinedorst. Und damit hinein in dieses von Beginn an unterhaltsame Spiel. Viel Offensive geboten, Köln speziell im ersten Drittel am Drücker. Und hier die Situation, Iserlohn kann die Scheibe nicht aus dem Drittel bringen, obwohl sie die Möglichkeit haben. Und dann ist das das erste Tor, Marcel Barinka ist der Nutznießer. Hier die Situation, Iserlohn hier die Möglichkeit, Scheibe rauszubringen, machen das aber nicht. Kamera arbeitet da gut, es geht da gut nach. Hier ist es Müller, der die Scheibe zum Tor bringt und dann Barinka mit der zweiten Scheibe das erste Tor. Köln mit der Führung, das verdient Köln im ersten Drittel die aktivere Mannschaft. Aber Jamie Bartman scheint die richtigen Worte für Drittel Nummer 2 gefunden zu haben, denn in Drittel Nummer 2 war Iserlohn besser und hat den Vorwärtsgang gefunden. Hier die Roosters in der Offensive unterwegs, allen voran Sven Ziegler, nimmt die Scheibe von oben, erstmal ungefährlich, aber dann wird's kurios. Über mehrere Stationen und eine Abfälscher, ein bisschen Unordnung aus dem Konzept gebracht, Tomas Pöpperle. Und dann ist es Sven Ziegler zum 1:1, der Ausgleich, den er sich hier selbst einleitet. Schuss kommt von oben, dann etwas Unordnung, Scheibe dann hier nochmal heiß gemacht, nochmal vors Tor. Pöpperle kommt nicht mit, dann hier aus der Position draußen nach diesem Abfälscher. Nicht mehr flink genug auf den Füßen und dann der Ausgleich. Damit geht das zweite Drittel also an Iserlohn zum Unverständnis, zur Wut von Uwe Krupp, der da ordentlich Emotion zeigt. Und in Drittel Nummer 3 gab es dann diese Situation. Früh zum Drittel Strafzeit gegen Eric Cornell, der dann in der Kühlbox 2:2 gab. Und das nutzen die Kölner eiskalt. Spielentscheidende Situation, diese Strafe. Köln hier im Powerplay. Tourisson mit der Führung. Allgemein die Kölner heute wieder gut offensiv unterwegs dabei. Viele Chancen haben sich bis dato nicht belohnt. Aber jetzt das 2:1 und jetzt direkt hinterher. Immer noch Cornell in der Kühlbox. Immer noch Powerplay Köln. Hier Druck zum Tor. Scheibe läuft wunderbar. McIntyre hier Richtung Tor und dann klingelt's. Quindenhauden dann noch entscheidend dran. Den Abfälscher. Unhaltbar für Hannibal Weizmann. Der Ex-Kölner im Tor der Roosters, der heute sein Comeback gibt. Chancenlos, ansonsten Weizmann mit einem tollen Spiel im Tor der Roosters, aber hier natürlich machtlos. Das 3:1, Hauden hier noch mit dem Schläger dran, gut zu sehen, aber damit nicht genug. Jetzt ist Köln am Drücker, die fahren richtig auf und sind effizient. Das, was so oft gefehlt hat in den letzten Spielen. Und dann ist es wieder Hauden, der am Ende an der Scheibe ist. Und das 4:1 besorgt für Köln und damit wird der Weg für Iserlohn lang zu diesem Zeitpunkt im Spiel. Hier der erste Schuss, dann noch abgefälscht. Sechsel, dann großen Anteil an diesem Tor und dann fliegt die Scheibe auf den Schläger von Hauden. Aber ab diesem Moment fängt Köln an zu denken und verliert den Faden. Iserlohn wieder am Drücker. Iserlohn jetzt wieder besser in der Partie. Mehr Zug zum Tor. Die Scheiben kommen Richtung Pöppele. Druck wird aufgebaut und hier Bailey, der alleine vorm Tor steht, nicht lange fackelt an Pöppele vorbei. Da ist der Anschluss. Aber damit nicht genug. Packendes Spiel Richtung Ende. Unübersichtliche Situation und das ist der erneute Anschluss. Nur noch 4:3 für Köln. Iserlohn trifft nochmal. Herzschlagfinale in der Lanxess Arena. Torschütze hier Taro Jentsch. Wieder am Pöpperle vorbei. Herzschlagfinale und es gab noch Möglichkeiten. So wie diese hier. Bailey scheitert im Nachschuss an der Schiene von Pöpperle. Aber dann war der Deckel auch drauf. Köln gewinnt mit einem Doppelpack von Quindenhauden. Und danach im Interview der Senior zufrieden, der Junior allerdings nicht. Yeah, that was big. You know, we've been playing good, but, you know, obviously it's not getting the results that we need, but, you know, it's good to finally get this. We got some confidence now. It's okay. Ich denke, dass wir das erste Drittel überhaupt nicht mit Köln mithalten konnten von deren Tempo, obwohl wir uns das vorgenommen haben. Im zweiten Drittel war sehr solide. Im dritten Drittel haben wir uns natürlich viel vorgenommen, 1-1.
Ist auswärts eigentlich kein schlechtes Ergebnis, aber zu viele Strafen am Ende des Tages, muss man ehrlich sein. Also Fazit, Iserlohn spektakulär, ein großer Charakter, aber über 60 Minuten einfach zu ungefährlich. Und Köln belohnt sich für den offensiv betriebenen Aufwand und gewinnt zum ersten Mal nach 10 Niederlagen in Serie. Endstand 4:3 für Köln gegen Iserlohn. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.